in die Runde. Die beiden haben ihre Charaktere ausgewählt. Wir sehen Mewtwo gegen Robin, oh. Ja. Das sind auf jeden Fall Charaktere, zwei so Underdogs. Also die sieht man wirklich nicht oft. Ja. Also wir haben jetzt, Linotox haben wir schon gesehen und Splash Mage, beziehungsweise Vorvolte. Ich weiß nicht, was jetzt, ich glaube Vorvolte wird dann wohl das Richtige sein. Und das war schon Finish von Linotox. Stark. Da wirklich ehrlich gefinished. Also allgemein, ich liebe ja die Matches, wo man so Underdog-Charaktere sieht. Weil finde ich... Wie viel Schaden in der Combo. Da finde ich viel spannender, als wenn man so Charaktere sieht, die man immer sieht. Ja. Aber Robin habe ich auch einen Sidegang gespielt. Ist wirklich super cool. Ja. Hat er verschiedene... Der hat verschiedene Abilities scheinbar. Mhm. Er hat verschiedene Elemente. Er hat Feuer, er hat Wind, er hat Gunkelhike. Und er hat sein Blitzschwert da. Oder was auch immer das war. Sein Donnerschwert. Ja. Ich habe das Originalspiel mit ihm ja auch gespielt. Ja. Und er hat auch verschiedene Elemente. Ja. Man kann ihn bauen, wie man möchte. Ja. Aber man muss sagen, es sieht hier relativ ausgeglichen aus bis jetzt. Beide schon einen Stock verloren. Allgemein finde ich auch, dass die Robin und Smash sehr gut umgesetzt haben. Ja. Ah, jetzt Linotox hier aber mit einem schönen Druck hier und versucht die Edge hier gut zu guarden. Kriegt jetzt aber hier auch tatsächlich ein bisschen Return Damage. Und er heilt sich. Ist jetzt hier 20% quasi behind auf Seiten von Vorvolte. Und jetzt kann man die Edge jetzt garden? Das ist die Frage gegen Mewtwo. Ja, also, nee. Hm. Robin hat einen ziemlich unfairen Move. Der Down Smash, der hat so eine Hitbox, die ist abartig. Oh. Wieder relativ early Finish von Mewtwo. Das ist eben eine Sache, da muss man in diesem Match einfach aufpassen. Beide Charaktere nämlich nicht sonderlich schwer, sondern es wird schon so ab 100 bis 110% tatsächlich gefährlich hier für beide. Aber Robin kann Mewtwo sehr einfach rausschleudern. Ja. Ich krieg auch einen Throw von Robin, der sehr gut killt. Ein Wurf. Ja. Oh, zwei schöne Up-Tilts. Ja. Man bleibt jetzt hier auf beiden Seiten ein bisschen auf Range. Alintox geht jetzt wieder ran. Und kann hier vielleicht das Match für sich halt schon entscheiden gerade. Weil man hier den Mage wieder sehr, sehr low gepokt hat. Aber Linotox, auch ein Vorteil ist der Reflektor. Ja. Gegen die ganzen Projektile natürlich sehr, sehr gut. Und Robin besteht fast nur aus Projektile. Ja. Und das war's. Das ist die erste Runde hier für Linotox. Und man muss sagen, Mewtwo hier in diesem Match sah schon sehr, sehr stark aus. Mhm. Eben wirklich sehr, sehr viel Schaden, den man da anbringen kann. Und das Schöne ist halt, dass er auf Mewtwo den so early finishen kann. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Einfach in dem Match. Ich finde halt beide ziemlich gut, weil Robin hat ein Schwert und Mewtwo hat die Projektile, also beide haben quasi einen Vorteil. Ich glaube, beide können gut auf Reichweite arbeiten, aber sind auch im Nahkampf gar nicht so schwach. Ja, würde ich auch sagen. Also sehr vielseitig eben einsetzbar. Und die Frage ist dann, wie spielt man das? Und die Frage ist eben auch, auf welcher Karte möchte man das spielen? Also das finde ich halt sehr interessant, dass es für so viele Charaktere verschiedene Playstyles gibt. Das stimmt, da finde ich das witzigste Beispiel ist hier der Pokémon-Trainer. Ja, ja. Das ist, glaube ich, so das Beispiel, was mir da direkt in meinen Kopf kommt. Weil drei Charaktere auf einmal zu haben, ist so gut. Genau. Aber man muss halt auch viel lernen. Ja. So, jetzt haben wir wieder Mewtwo gegen Darain. Ich verstehe bis heute nicht, warum der deutsche Name Darain ist in Smash. Ja, und im Englischen ist es Robin oder was? Nee, im Deutschen, also im Originalspiel in Fire Emblem, heißt der im Deutschen auch Robin. Ja. Und Darain ist der französische Name. Ich verstehe bis heute nicht, warum die gegen im Deutschen genommen haben. Ja, das ist auch sehr interessant. Aber schöner Start jetzt hier von Vorvolte. Direkt der Heal bekommen? Ja, ist halt hier jetzt ein bisschen im Lead, aber noch nichts wirklich Dramatisches. Ja, wenn man jetzt noch ein paar weitere Hits kriegt, maybe. Oh. Ich finde ja auch die verschiedenen Instanzen von dem Donnerbuch sehr gut. Ja. Es hat ja vier Instanzen. Mit verschiedenen Effekten. Okay. Da finde ich sehr cool an Robin. Oh, das war wieder auch ein relativ early Finish. 98%. Mhm. Reichen hier tatsächlich schon. Also man hat hier keine Probleme auf jeden Fall die Kills zu holen.
Ah, 85, jetzt maybe hier ein schöner Edge Guard. Ah, Linotox. Ah, und der Heal. Oh, der Heal. Das ist stark, der Heal, muss ich sagen. Gashalk ja mehr, je mehr Prozent Robin hat. Ah. Was heißt, wenn ich zum Beispiel Hungertag, halt ja, glaube ich, 30? Ja. Ich bin mir gerade unsicher. Müssen wir drauf achten. Oh. Oh, das reicht leider nicht. Ja, kein Recover hier möglich. Deswegen verliert man den Stock. Und es ist halt sehr, sehr even jetzt tatsächlich gerade. Das Problem ist halt, wenn Robin sein Windbuch nicht mehr hat, kann man auch nicht mehr recovern. Ah, okay. Also das heißt, wenn er die Spells quasi benutzt, die da eben dazugehören, dann wird es für ihn sehr, sehr schwierig. Aber das Windbuch regt sich am schnellsten wieder auf. Es braucht 4 Sekunden, bis es aufgehört ist. Ja, das ist natürlich ja nicht so viel. Das ist eigentlich so viel, gell? Ist korrekt. Zum Beispiel dieses Pfingstganges-Buch, womit er sich immer heilt, das braucht 30 Sekunden. Ja. Das ist ja... Das ist schon eine ganze Menge. Ja, aber also im Max kann man ja vielleicht 2-mal benutzen oder 3-mal, wenn es hochkommt. Ja, wir sehen jetzt aber hier Linotox. Ah, theoretisch bald wieder in Kill-Range. Also theoretisch kann Linotox hier bald den nächsten Stock holen. Ja, Edgeguard hier, schöner Edgeguard. Reicht. Ja, ich meine, Linotox ballert hier wirklich gut Prozente raus. Ist jetzt halt noch ein Stock ahead. Und kann eigentlich relativ for free spielen, in Anführungsstrichen. Ja, schöne Combo hier. Oh, also Biker, die machen das sehr schön. Oh, es wäre fast geil gewesen. Ja, schöner Knock-up quasi. Ja. Hier wird versucht, ihn off-stage zu halten, aber es funktioniert nicht ganz. Jetzt Linotox hier an der Kante. Oh, 84%, kann nochmal recovern. Also wenn dieses Vikings-Gangs von dem Donnerbuch trifft, Gang ist, die killt so gut. Okay. Ja, er muss da ein bisschen aufpassen hier. Oh, schade. Also ging und Tox will für den Kill gehen, aber ein bisschen Vorsicht hat sollte er auch haben. Wollte gerade sagen, wenn er jetzt hier zu viel kassiert und vielleicht seinen Stock halt schon bald verliert, dann sieht es schwierig aus, aber... Oh, ja, das war's. Das war's tatsächlich an der Stelle. 2-0 für Linotox jetzt hier schon und man hat jetzt hier die Matchpoints. Das ist eben die Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Das sind jetzt alles Matchpoints. Heißt für den Splashmage dann nicht, dass er rausgeflogen ist im Endeffekt, sondern dass er einfach ins Loser-Bracket reinwandert. Also noch ist die Chance gar. Ja. Allgemein mit Grubbing, finde ich auch, hat man... Ist ein sehr guter Allrounder. Ja. Und das ging jetzt zu weibliche Robin gewechselt. Macht das einen Unterschied in den Abilities? Nee, ne? Nee. Robin ist im Original der Avatar, das heißt, das bist quasi du selber. Ja. Und kannst aussuchen, ob er männlich oder weiblich sein soll. Ja, okay. So. Mal schauen, jetzt hier ein bisschen Edgeguarding von Robin. Mhm. Beziehungsweise von 4Volte. Linotox hier mit Schwierigkeiten. Oh, schöner Finish. Schön. Das war ein schönes Knife. Also schön das Donnerschwerk auf Mewtwo geschmissen. Ja. Ich finde ja cool, dass Robin auch, wenn sie ihre Waffen oder Bücher vergirkt, sie einfach aufheben kann. Ja. Und dann auf den Gegner werfen kann. Allgemein, wenn man diese Pfingstganges-Buch aufhebt, das hat am meisten Knockback von allen. Ja. Ja, 110% jetzt hier auf der Robin. Könnte bald gefinished werden. Er hat ein Schwert in der Hand. Oh. Ja, die Frage ist, wie viel Prozente man jetzt noch traden kann hier. Weil je mehr Prozente man jetzt hier rein tradet gegen Linotox, desto besser. Und vielleicht holt man sich noch einen ganzen Stock hier. Ja, das Arcfire ist so ein gutes Combo-Tool. Ja. Da versucht man sich hier die Edge-Control zu holen. Knockt Mewtwo wieder offstage. Das Mewtwo, das übergeht hat, das verwundert mich. Ja, und jetzt, Das sollte, der Stock sein, Oh, nee, doch nicht. Schade. Noch hat Robin ihr Windbuch. Oh, jetzt aber. Oh. Jetzt der Stockausgleich, aber man hat hier auf Seiten von Linotox eben schon 111% kassiert. Das heißt, man ist halt eben auch in Killrange. Man ist eben auch in Killrange. So, jetzt im letzten Stock. Also Robin, muss ich sagen, hat in der Vergangenheit auch sehr viel profitiert. Ja. Durch die ganzen Patch-Notes. Hab bestimmt auch einige gefreut.
gegen ihn vier Leute. Ja, ich sag mal so, heute müssen wir mal gucken, was jetzt hier noch passiert. Aber Linotox jetzt hier mit 80% wieder an der Edge, na, mit 70%. Ah, kann jetzt hier nochmal ganz guten Schaden austeilen gegen 4Volte. Jetzt aber hier, kann man jetzt hier die Edge garden. Wenn man das hinkriegt, dann kann man hier den Anschluss holen. Also mit dem Feuer ist es auf jeden Fall möglich. Auch mit dem Schwert. Aber ja, jetzt ist das... Ich habe Robin hier angeschwert. Oh. Und das war's. Nee. Ja, war's noch nicht, tatsächlich. Ich unterschätze das immer. Mute ist... Ich denke immer mir... Oh. Ich denke immer, Mute wäre Geiger. Ja. Oh, oh, da gleich mal nochmal in Stocks aus. Aber man hat halt schon 130 kassiert, ne? Das ist jetzt schwierig. Also wenn Ginotox... Das noch er holt, könnte das noch holen. Er könnte es holen, ja. Wenn er das holt, das wäre beeindruckend. Ja, 20% schon mal reingetradet. 30%. Wenn er jetzt... Oh, oh ja. Was. Ich ja, würde das sagen, war's. Wenn er geschickt mit dem Reflektor arbeitet. Ja, man holt sich jetzt sozusagen den Anschlusspunkt auf Seiten von 4Volte bzw. Robin. Vielleicht guckt ja 4Volte noch auf, dass es ein 2-2 wird. Ja, das könnte tatsächlich passieren. Also wenn du hier auf ein 2-2 zugehst, das ist schon eine Sache. Ist dann auch eine Menge Druck, Entschuldigung. Ist dann auch eine Menge Druck insgesamt, mit der man dann erstmal umgehen können muss. Allgemein, wie findest du denn die Charaktere, die gerade antreten? Meinst du Mewtwo und Robin, oder? Ja, genau. Ja, Mewtwo, muss ich sagen, finde ich eigentlich relativ nice. Ist ein bisschen, also hat sehr, sehr viel Schaden, kann relativ früh finishen. Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, gegen so andere sehr schnelle Charaktere oder gegen schnellere Charaktere tut sich Mewtwo ein bisschen schwer. Hat man ja gesehen gegen Quorum. Ja, genau. Und Robin habe ich jetzt, ich glaube, das ist, ja, heute sehen wir sie auf jeden Fall zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob sie beim letzten Endeset schon am Start war. Ich glaube nicht. Aber ist, glaube ich, sehr, sehr vielseitig. So, das Problem mit Charakteren, die halt viele Sachen können, ist, dass sie in nichts überragend sind. Mhm. Sondern halt alles ein bisschen können. Also, ich sag ja immer, Robin ist ein guter Allrounder. Ja, genau. Also, kann vieles, aber ja, ist halt nichts so überragendes. Ja. Das ist so das, was ich mir eben denke. Und man sieht jetzt hier Linotox mit einem sehr guten Start, will hier das Ding schnell dicht machen und sich den ersten Stock schon mal sichern, um dann das Tempo bestimmen zu können. 100% bereits. Eingesichert. Oh, schön. Oh. Das hat er schön gemacht an der Edge. Der Spike war echt schön. Ja. Ja, schönes Schild. Oh. Hier, um das Projektil zu blocken. Aber Robin und 4Volte, ja, die wollen hier auch nicht aufgeben. Man ist halt wieder an Stock hinten. Im Endeffekt, aber tradet hier ganz gut eigentlich rein. Also wenn man hier weiter schön auf Range arbeiten kann, dann hast du, glaube ich, mit einer Robin mehr Möglichkeiten als mit einem Mewtwo. Mhm. Robin allgemein durch die Projektile hat sie sehr viel Vorteil, sage ich mal. Ja. Aber wir sehen hier schon, wenn Mewtwo da mal in Range kommt, dann tut das schon ordentlich weh. Allgemein, Robin hat ja, wie gesagt, schon 4 Instanzen des Blitzzaubers. Ja. Und ich finde... dass die verschiedene Fähigkeiten haben, sind die so vielseitig eingesetzt. Ja. Ja, wir sehen jetzt hier Linotox wirklich mit viel, viel Schaden, also macht viel, viel Schaden an Robin. Oh. Oh, so viel geheilt. Das war wichtig jetzt gerade. Mhm. Aber er war, glaube ich, auf 100 und war von 100 wieder auf 80 runter. Aber wir müssen jetzt ja feststellen, dass Linotox ja immer noch ein Stocker Head ist. Das heißt, ihm tut das gar nicht so weh jetzt, wie es der Robin gerade tut. Also ich glaube, ein bisschen Heilung wäre wirklich gut für Robin. Oh ja, 127% jetzt, man ist da an der Kante. Oh, und das war's. Das war's tatsächlich. Man gleicht die Stocks aus, ist aber halt 100% fast behind und ja, das... Oh. Ja, kann man jetzt Edgeguard auf Seiten von Linotox? Oh, ja. Knapp. Ist ganz schön knapp, ja. Oh, jetzt hier schönes Starfire. Maybe kann man hier auf Seiten von Robin jetzt noch die... das Tempo ein bisschen umdrehen. Was wir eben gesehen haben, war das Arcfanger und Gengar's Arcfire. Das macht so viel Schildschaden. Ja. Oh. Schön von Linotox. Einfach reingerannt. Das ist tatsächlich gut. So, man hat jetzt hier den letzten Stock auf Seiten von 4Volte.
Und Linotox hat eben wieder zwei und hat jetzt hier wieder alles in der Hand, theoretisch. Mhm. Versucht hier mit den Uptilts zu arbeiten da. Ah. Oh, guter Reflektor. Schöner Reflektor, ja. Geiger nicht auf Warbling zurückgeflogen, sondern schräg nach oben, aber ja, immerhin abgewehrt. Ja, man macht hier jetzt noch ein bisschen Damage. Aber so viel. Ist ein bisschen ruhiger geworden gerade kurz mal. Mhm. Aber jetzt versucht Robin hier wieder Mewtwo an der Edge zu trappen. Aber der kommt nochmal rüber. Kann sich easy recovern. Macht ganz guten Damage auf Verwolte. Aber es reicht halt eben noch nicht. Aber er kann hier auf entspannt einfach weiter reintraden. Oh. Ja, oh. Das also, ist tatsächlich jetzt doch knapper, als ich dachte. Ich könnte noch was verbergen für Verwolte. Ja. Der Unterschied ist nicht so hoch. Nee. Muss man sagen, es sind 60. Vor allen Dingen, wenn du da jetzt nochmal diesen Heal eben durchkriegst, aber den hat er gerade, glaube ich, gefailed. Mhm. Er ging ja noch zweimal, glaube ich, wenn er das Buch noch nicht verbraucht hat. Ja. Und jetzt, also Linotox kassiert hier gerade sehr, sehr viel. Er musste aufpassen, dass er jetzt nicht noch den Lead, den er hatte, in dieser Begegnung abgibt. Oh, oh, was? Das tat richtig weh. Oh, jetzt. Das war's. Nee. Oder? Nee, das war's noch nicht. Robin ist hier noch. Kann noch mal, vielleicht nochmal recovern. Oh, jetzt aber. Ja, jetzt muss. Ja, das muss es gewesen sein. Dreimal wirklich mit schön viel Schaden da am Start. Und damit kann Linotox diese Begegnung für sich entscheiden. Also man sieht wirklich kaum ein Mewtwo so weit oben. Ja.